Wir lieben einen wunderschönen guten Abend allerseits und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema die Formel zum Börsenerfolg. Wir wollen heute sprechen über das neue DAOHAU-FIBO Pro-Paket und dazu heiße ich euch natürlich aufs Herzlichste willkommen, wo auch immer ihr gerade seid. Ich freue mich sehr, dass ihr hier mit dabei seid und die Möglichkeit hier habt, entsprechend hier dieses neue Paket mal anzuschauen und zu sehen, was es dann hier gibt. Börse zum die Formel zum Börsenerfolg ist etwas, was hier auch ganz klar wird, nämlich dass man tatsächlich an der Börse auch erfolgreich sein kann. Und deswegen möchte ich euch dieses Paket heute mal auch in aller Ausführlichkeit vorstellen, wie man es nutzt, wie man es anwenden kann und vor allem, wie man damit auch definitiv Geld verdienen kann. Denn darum geht es ja letztendlich auch, dass wir an der Börse ja auch Geld verdienen wollen. Gut, wie immer am Anfang natürlich zuerst der Risikohinweis, dass wir sprechen ja auch über Trades. Also von daher gesehen muss man sich dessen bewusst sein, was man hier letztendlich dann auch tut. Okay, ich möchte mich für die, weil ich sehe gerade hier sind doch einige Namen dabei, die ich jetzt so noch nicht gelesen habe. Von daher gesehen herzlich willkommen auch an dich, die ihr da seid. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Markus Gabel, CEO und Geschäftsführer hier bei DAOHAU Trading OG. Ich bin Händler in der Vermögensverwaltung Born Stahlberg und Partner in der Schweiz und in Deutschland. Des Weiteren Salespartner hier bei Agina Trader, Tradescot, der Software, die ich hier zum Handel benutze, für die ich auch dieses Paket wieder gebaut habe. Desgleichen darf ich in meiner Community als Coach tätig sein, als Mentor. Ich begleite Menschen auf ihrem Börsenerfolg und darf auch die Möglichkeit haben, den einen oder anderen Vortrag zu halten. Ja, Trading Research, das Ganze begleitet mich jetzt seit 16 Jahren. Bin ich jetzt hier in diesem Business schon mit dabei und habe hier meine Heimat gefunden, dieser DAO-Analyse, DAO-Theorie. Das ist die Basis des Börsenhandels als solches. Und über das wollen wir auch sprechen. Und das ist auch Inhalt dieses Paketes. Wie und weshalb werdet ihr dann gleich natürlich auch sehen. Trotz allem bleibt immer bestehen mein persönliches Motto: Der Weg ist das Ziel. Börsenerfolg ist definitiv erlernbar und machbar, aber eben halt nicht von heute auf morgen. Das sollte man durchaus mal verstanden haben. Wenn wir jetzt etwas nicht klären können in den nächsten 60 Minuten, dann habt ihr die Möglichkeit, hier natürlich entsprechend mir E-Mails zu schreiben oder mich über Facebook, Homepage, was auch immer zu kontaktieren, was euch da auf Seele liegt. Oder ihr nutzt eben diesen Fragen-Chat, der ist ja offen. Könnt ihr euch gerne eure Fragen stellen. Ihr könnt auch gerne das Mikrofon einschalten. Ich kann es hier ebenfalls dann hören, wenn ihr wollt. Also alles easy. Fühlt euch so frei, einfach eure Fragen zu stellen. Es geht ja darum, dass ihr vielleicht was lernen wollt und ihr wollt ja sicherlich auch Geld an der Börse verdienen. Prima. Gut. Dann lasst uns doch einsteigen. Was war denn die grundsätzliche Überlegung, jetzt schon wieder in Anführungszeichen ein neues Paket zu bauen oder hier nochmal irgendwie in diesem Bereich tätig zu werden? Der eine oder andere kennt vielleicht noch, da gab es ja früher diese Gabel-Add-ons, die mit der klassischen Markttechnik gearbeitet haben. Dann habe ich mich aufgrund der Masse der Markttechniker, die inzwischen da im Markt unterwegs sind, abgewandt und bin zurück, nochmal einen Schritt zurück zur DAO-Theorie, die absolute Basis des Börsenhandels. Habe daraufhin dieses DAO-HAU-Paket auch aufgesetzt mit dem Agina-Trader zusammen, um einfach zu sehen, wie man die drei Trends erfolgreich traden kann. So, im Lauf der Zeit, das ist etwas, nicht, das mir jetzt gerade eben erstmal eingefallen ist, nicht, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, ich baue jetzt hier jedes Jahr ein neues Paket, das ganz bestimmt nicht. Es hat einfach was mit fortgeschrittenem Trading zu tun. So, nun ist es ja im Börsenhandel immer so, was für Ergebnisse erwarte ich denn und sind meine Ziele grundsätzlich mal realistisch? Es geht jetzt immer auf die Frage, was bietet mir das Trading oder was will ich denn da eigentlich rausholen? Wie realistisch ist das Ganze? Und immer wieder stoße ich auf diese Hürden im Trading, gerade im Coaching, wenn ich mit meinen Jungs und Mädels dann da arbeite, ja, dass meine Zielsetzung, ja, oder meine Erwartungshaltung gegenüber den Zielen oftmals und der Realität, sage ich mal, oftmals zwei ganz, ganz verschiedene Paar Schuhe sind.
Und dagegen habe ich mir gedacht, muss man jetzt in dem erfahrenen Trading, fortgeschrittenen Trading und aufgrund der Technik, die uns ja inzwischen zur Verfügung steht, die lässt ja auch nicht locker, sie lässt ja auch nicht, bleibt ja auch nicht hinten dran, die Technik, Möglichkeiten bieten, schneller oder sicherer oder besser zum dauerhaften Börsenerfolg zu kommen. Trading als solches ist ja nun mal nicht wirklich schwierig. Ja, das ist ja auch das Marketing. Man glaubt ja immer, klick, klick und morgen funktioniert die ganze Geschichte. So einfach geht es jetzt wahrhaft natürlich nicht. Ja, aber es ist einfach zu handeln. Man muss nur wissen, was ich im Markt tun muss. Ja, das sind die grundsätzlichen Fragen, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte. Und deshalb ist dieses Paket darauf ausgerichtet, den Herausforderungen, denen man sich allgemein im Trading gegenüber sieht, ja, entgegenzustellen und da Lösungsansätze zu kreieren. Punkt 1 ist, viele scheitern, weil sie kein Vertrauen in das haben, was sie eigentlich tun. Die wenigsten haben überhaupt einen Plan. Ich hatte die Ehre, vergangenen Donnerstag in Stuttgart beim VTAD einen Vortrag zu halten. Waren ungefähr, ich glaube, 100 Menschen in diesem Raum. Und als ich gefragt habe, wer hat von euch denn einen Tradingplan oder einen Businessplan, gingen 5 Hände hoch. 5 oder 6 von 100. Ja? Da stellst du dir nicht dann schon die Frage, boah, wie will jemand im Börsenhandel erfolgreich sein, wenn ich keinen Plan habe? Und wenn ich auch keinen Plan habe, kann ich auch kein Vertrauen aufbauen. Das ist der Punkt. Und das ist, was dieses DAOHAO FIBO Pro-Paket macht. Es hilft uns, Vertrauen in dem aufzubauen, was wir hier eigentlich tun. Und darüber auch ein Verständnis über das Warum des Marktes zu machen. Ja? Warum macht er dieses, macht er jenes? Ja? Wie gestaltet man sein Risiko und sein Geldmanagement einfacher, besser? Ja? Und die entscheidenden Fragen natürlich, über die wir uns tagtäglich Gedanken machen. Wo gehe ich rein? Wo gehe ich raus? Wo kommt der Stopp hin? Wann bleibe ich weg? Ja? Das sind eigentlich doch die Fragen, denen wir uns jeden Tag gegenüber sehen. Ja? Und natürlich die Frage, kann das Ganze für mich überhaupt funktionieren? Bin ich überhaupt der Typ fürs Trading? Ja? Und wie kann ich denn starten? Und das, was auf der rechten Seite steht, was ihr hier eingeblendet seht, ist genau das, was uns dieses Paket bieten kann, wenn man es richtig anwendet. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Ja? Es bleibt mehr Geld übrig, weil du tatsächlich Geld verdienen kannst. Es ist kein Zufallsprodukt mehr. Es ist eine Kombination aus Wahrscheinlichkeiten und aus der Natur des Börsenhandels. Ja? Der Handelsstil, ja? Und finanzielle Freiheit. Aber das sind jetzt alle Sachen, die führen dann einfach zu weit. Wir wollen uns heute einfach mal auf dieses Paket auch konzentrieren, mit dem wir hier tatsächlich auch arbeiten können. Und damit kommen wir im Großen und Ganzen auch schon zu dem Inhalt dieses Paketes, nämlich der Struktur, was wir hier eigentlich machen. Und den Grundsatz kann man sich merken, Erfolg ist keine Fantasie im Börsenhandel. Es ist eine Formel, die ich in jedem Markt, in jedem Trade, in jedem Trend einsetzen kann. Ja, es ist statistisch erwiesen, ihr Lieben, dass eine Trendfortsetzung immer wahrscheinlicher ist als ein Trendbruch. Und das, was wir hier machen, ist nichts anderes, als die Impulsbewegung zu nutzen in einem intakten Trend aus der Akkumulationsphase hinein in die Distributionsphase. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einem Trend, im validen Trend, ja, aus der Korrektur über den letzten Punkt, Hochpunkt kommen, wir haben ihn jetzt hier mal den Punkt 2 genannt, ja, liegt bei 64%. Also nur wenn du alleine immer das Gleiche machst, ja, und handelst immer nur da hoch, hast du schon eine Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich sein kannst von 64%. Es gehört Money Management dazu, es gehört Trade Management dazu, das ist alles richtig. Darüber brauchen wir auch nicht diskutieren. Das ist ein anderes Seminar, anderes Webinar, anderer Vortrag. Das gehört aber auch mit dazu. Ich gehe davon aus, dass du dich mit den Thematiken ohnehin beschäftigen willst, wenn du dich mit Börsenhandel auseinandersetzt. So, wenn du jetzt noch darauf schaust, dass auch noch die Großwetterlage, sprich der übergeordnete Zeit, die übergeordnete Zeiteinheit, der führende Trend dort in deine Richtung geht, dann erhöht sich das Ganze tatsächlich auf fast 72% Wahrscheinlichkeit, dass dein Trade aufgeht, wenn du hier aus der Akkumulation nach oben kommst, ihr Lieben. Und das ist doch das wahre Geheimnis daran. Und ich denke, wer mit 72% Wahrscheinlichkeit statistisch erwiesen, statistischer Vorteil, kannst du überall im Internet nachlesen. Trendhandel
ist ein statistischer Vorteil, ja, wenn ein Trend vorhanden ist, logischerweise, ja. Und wenn du damit nicht erfolgreich wirst, da hilft dir auch kein Indikator, kein Oszillator, kein Schlag mich tot irgendwas im Markt, ja. Das ist die Essenz dabei. Ihr Lieben, und das ist etwas, was wir hier jetzt verstehen müssen. Der Grundsatz, ja, der Grundsatz, und das bitte ich jetzt einfach mal, nehmt euch bitte Blatt und Papier zur Hand, ja, es gibt nicht gewisse Grundregeln, die wir im Markt machen müssen, ja. Also das merkt ihr euch jetzt bitte schon mal, ja, dass Erfolg keine Fantasie, sondern Formel, und das ist die Formel, mit der wir arbeiten müssen, so einfach wie sie ist, ja. Und darauf ist dieses Paket Einfachheit einfach aufgebaut. Dieses Paket, ihr Lieben, ist an Einfachheit nicht mehr zu überbieten, ja. Und ich werde euch das natürlich auch beweisen, denn es ist komplett anders als das, was man bisher im Markt natürlich auch kennt. Gut, dann wechseln wir jetzt einfach mal tatsächlich in den Agena Trader hinein. Genau. So, und wir wollen uns über Folgendes Gedanken machen. Was ist die grundsätzliche Annahme des Marktes? Ist jetzt eigentlich egal, was für ein Markt das wir nehmen. Ich bin Devisenhändler, da habe ich meine Heimat gefunden. Das ist der einfachste Markt, mit dem du handeln kannst. Ja, der Markt, ihr Lieben, macht immer und immer und immer und immer das Gleiche. Was macht er? Ich zeige es euch. Immer. Er macht immer das Gleiche. Der Markt macht eine Bewegung, er macht eine Korrektur. Er macht eine Bewegung, er macht eine Korrektur. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Er macht immer das Gleiche. Wie lange? Ich kriege auch immer die Frage gestellt, ja, wann bricht denn dann der Trend? Na, das ist relativ simpel. Ja, der Trend bricht, wenn er sein letztes Tief per Schlusskurs, wohlgemerkt Schlusskurs, durchbrochen worden ist. So, was ist dann? Dann ist nichts anderes, als dass er in der Regel einfach einen nächsten Trend macht, eben dann in die andere Richtung. Ja? Aber ihr Lieben, was anderes macht der Markt nicht. Der macht immer das Gleiche, immer. Egal in welchem Markt das du unterwegs bist, spielt mal überhaupt gar keine Rolle. Er macht immer das Gleiche. Und ihr Lieben, warum ist das so? Eine ganz einfache Sache. Kann ich euch aufschreiben? Kann man sich das merken? Ja? Angebot und Nachfrage führen zu Bewegung und Korrektur und final zu einem Trend. Ihr Lieben, das ist das, was der Markt macht. Das ist die Natur des Börsenhandels. Viele stellen sich ja immer die Frage, ja, warum? Das, warum er das macht, spielt keine Rolle. Das ist, bringt dir auch keinen Vorteil, wenn du weißt, warum jetzt Menschen kaufen oder verkaufen. Warum er steigt oder fällt, liegt ganz einfach in der einfachen Antwort, weil es zu einem bestimmten Zeitpunkt, ja, einfach mehr Nachfrage gibt und zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr Angebot gibt. Und dann fällt er oder er steigt. Was anders macht der Markt nicht. Warum jetzt derjenige kauft oder verkauft oder warum dort mehr kaufen oder nicht kaufen, spielt auch keine Rolle. Er tut es ganz einfach. Das heißt, das Wissen, ja, warum fällt jetzt Gold oder warum steigt jetzt der DAX, ja, das ist ja kein statistischer Vorteil. Aber dass du weißt, in welcher Situation er in der Wahrscheinlichkeit häufiger steigt oder fällt, das bringt dir einen Vorteil. Ja? Und dadurch kommen wir dann auch zu der Tatsache, ja, wo ist die Akkumulationsphase? Ja? Akkumulationsphase, ja, die befindet sich genau hier, wenn der Markt korrigiert hat und wieder anfängt, sich zu bewegen. Anschließend, ja, in dem Weg nach oben zum Punkt 2, kommt die Progressionsphase. Ja? Das ist der Weg dorthin. Und alles, was über den Punkt 2 hinausgeht, ja, ist die Distributionsphase. Ja? So, also wo ist denn der höhere Gewinn zu erwarten? In der Distributionsphase, von der ich nicht weiß, wie weit das sie geht, oder in der Akkumulationsphase, wo ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit in der Häufigkeit da ist, dass er zu meinem Punkt 2 oder zum Hochpunkt wieder hinausgeht. Ja? Das ist doch die wahre Kunst an der Geschichte. Ja? So, das ist das, was der Markt immer und immer wieder aufs Neue macht. So, welchem Regelwerk
Unterliegt denn jetzt dieses Paket oder dieser Handelsansatz? Wir haben hier den einfachsten aller Handelsansätze gemacht, den es überhaupt gibt. Ja? Aus der Akkumulationsphase, rein in die Distributionsphase, rein, raus, Mickey Maus, Ende Gelände. In der Annahme, dass sich der Trend immer wieder fortsetzt und dadurch hier in unseren Gewinn reinläuft. So. Das ist die Natur des Börsenhandels, ihr Lieben. Mehr ist es nicht. Es ist die einfache Natur des Börsenhandels, dass sich dir jeglicher Markt, egal ob du Schweinebauchhälften kaufst oder Aktien kaufst oder was auch immer, in einem Trend bewegt. Je höher, dass du in der Zeiteinheit gehst, desto stabiler werden die Trends. Je weiter, dass du runtergehst, desto instabiler werden die Trends, weil du anfängst, irgendwann gegen Computer zu handeln und das würde ich nicht machen. Ja? Also was wir hier machen, ist halt zum ersten Mal die Natur, die absolute Natur des Börsenhandels. Angebot und Nachfrage führen zu Bewegung, Korrekturen und final zu einem Trend, der so lange läuft, bis der letzte Punkt, Tiefpunkt oder Korrekturpunkt einfach unterboten wird. Dann bricht er. Ja? Aber darauf muss ich nicht spekulieren, weil ich euch etwas an die Hand gebe, was viel, viel einfacher ist. Denn in diesem Paket findest du keine Anwendung von irgendwelchen Indikatoren, Oszillatoren, was auch immer. Ein einziges Tool hilft uns hierbei, unseren Einstieg zu finden, unseren Stopp zu finden und unser Ziel zu finden. Ende. Und was kann das sein? Wenn wir schon mit der Natur des Börsenhandels anfangen, dann sollten wir auch bei der Natur bleiben. Was ist denn ein Naturgesetz? Das Zauberwort heißt, ich schreibe es euch rein, könnt ihr euch merken, ist auch wirklich nicht schwierig. Ja? Ist nicht schwierig. Na? Fibonacci. Oh, falsch geschrieben. Ja, Fibonacci. So, das reinschreiben. Fibonacci. Ihr Lieben, das ist die Natur. Warum funktioniert das jetzt im Börsenhandel? Das ist relativ simpel. Das ist relativ simpel. Weil es ein Naturgesetz ist, diese Zahlenreihe. Ja, ist ein Naturgesetz. Und Menschen handeln nach der Natur. Sind wir wieder dabei? Natur. So, was machen wir ganz einfach? In diesem neuen Paket, in diesem neuen Add-on, das dir lediglich helfen soll, einfacher dein Geld aus den Märkten rauszuziehen. Ja? Mit einem klaren Einstieg, einem klaren Stop und einem klaren Ziel, um trotzdem den ganzen Markt, den ganzen Trend handeln zu können. Dazu nutzen wir Fibonacci. Was machen wir? Wir machen nichts anderes, als dass, wenn der Markt aufhört, sich zu bewegen und in die Korrektur zurückläuft, dass wir schauen, wie weit das er in die Korrekturzone zurückläuft. Er muss als allererstes mindestens, und das ist Grundvoraussetzung bei 38%, da muss er einen Schlusskurs drunter machen, dass das Signal überhaupt anspringt. Ja? Die sogenannte Komfortzone befindet sich immer zwischen der 61er und der 38er Fibonacci-Zahlenreihe. Wenn er da drunter läuft, wird es etwas eng. Aber diese Möglichkeit bietet uns ganz klar zu sehen, wo kommt mein Einstieg hin, wo kommt mein Stop hin und wo kommt mein Ziel hin. So, und dafür, ihr Lieben, musst du nicht intelligent sein. Du musst nur clever sein. Das ist alles. Weil der Markt nämlich immer und immer und immer und immer das Gleiche macht. Ja? Was tun wir jetzt? No, es ist relativ simpel. Wir arbeiten nach Fibonacci. Wir eruieren aus unserer Korrekturzone, machen wir das Gleiche auf der Oberseite. Ihr seht die Fibonacci-Zahlenreihe hier. Sie ist ein bisschen abgewandelt. Das ist eine Spezialität dieses Pakets. Ja, warum 18%? Warum 27%? Es ist einfach so. Ihr müsst euch aber nicht sonderlich anstrengen. Ihr müsst nicht anfangen zu rechnen. Ihr müsst nur eines machen.
Ihr müsst euch nur Farben merken. Okay, wenn du farbenblind bist, um Gottes Willen, dann schreibst du halt deine Zahlen. Ist ja wurscht. Ja? Aber die wenigsten sind farbenblind. Das meiste werden sie dann erkennen. Ja, es wird aufgezeichnet. So, ihr Lieben, das Einzige, was du tun musst, ist aus der Akkumulationsphase in die Distribution hinein zu handeln. Mehr musst du nicht tun. Ja? Aber nicht mit einer Waage, ja, guck mal, wie weit das da läuft. Nein! Nein! Es ist ganz einfach. Jetzt merkt ihr bitte Folgendes. Du machst nur Folgendes. Du merkst dir immer eines. Du handelst von Rot zu Rot und von der blauen Linie zu Blau und zu und Grün, oh je, oh je, Grün zu Grün. Ja, und ganz unten schwarz zu schwarz. Mehr ist es definitiv nicht, ihr Lieben. Das ist das, was du tust. Du handelst von Blaue zu Blaue, genau. Von Blau zu Blau. Schande. So, von Blau zu Blau, von Grün zu Grün, von Rot zu Rot und von Schwarz zu Schwarz. Ja? Das heißt, nimmst ganz einfach, wenn der Markt bis in die rote Korrektur bis zu 38, bis zu 50 korrigiert, dann ist dein Ziel auf der 50er Extended Fibonacci Marke. Bei 61 liegt er auf der 61er oben. Bei der 78er handelst du bis zur blauen Linie und bei der grünen handelst du bis zu der grünen Linie. Und wenn er ganz runterkommt, handelst du von schwarz zu schwarz hier hoch. Was ist das, ihr Lieben? Das ist einfach nur Natur des Börsenhandels, nur die Natur. Ja? Je tiefer das er korrigiert, umso unwahrscheinlicher wird eine große Trendfortsetzung. Also handelst du nur bis zur grünen oder blauen Linie. Wenn er aber in seine Wohlfühlzone reinkommt, zwischen 38 und 61, dann ist die Wahrscheinlichkeit exorbitant groß, dass er auch bis zur roten Linie 50 oder 61 hochkommt. Auch bei 38 handelst du bis zur 61er hoch. Mehr ist es nicht, ihr Lieben. Mehr ist es definitiv nicht. So, und damit haben wir schon zwei Fragen geklärt. Wo steige ich ein? Wo ist mein Ziel? Jetzt brauche ich natürlich noch meinen Stop. Naja, das ist ja total simpel und total einfach, ja, weil mein Stop kommt natürlich unter die Korrekturzone hin, da unten hin. Warum kommt er da unten hin? Auch ganz klar, weil da drunter der Trend bricht. Ist ganz einfach. Wenn der Markt da drunter fällt, dann ist er halt kaputt. Dann gibt es keinen Trend mehr. Dann muss ich auf einen neuen warten. Ja? Also, es ist wirklich sehr, sehr einfach. Ich zeige euch natürlich auch logischerweise, wie es in der Praxis funktioniert. Es soll ja, ist ja hier kein jetzt hier Demo-Geschichte, sondern es ist ja Live-Handel. Ich handle übrigens auch nur mit Live-Geld. Ich bin kein Demo-Trader. Das kann man auch jederzeit bei mir in der Community nachlesen. Ja? So, natürlich, ihr Lieben, gibt es hier die Diskussion jetzt mit dem CRV und so weiter und so fort. Aber wer immer nur nach CRV geht, ihr Lieben, ja, der wird auf Dauer wenig erfolgreich sein. Natürlich sollte man darauf achten, dass ich nicht unbedingt meinen Stopp irgendwo habe und mein Ziel irgendwo. Das muss man sich, sind alles Dinge, die muss man auch irgendwie mit inkludieren. Ich erkläre euch jetzt lediglich die Basis dieses Paketes als solches. Alles andere gehört natürlich schon ein Stück weit auch mit zur Ausbildung dazu. Nein, Hans, muss ich dir ganz klar widersprechen, sei mir nicht böse mit deinem CRV. Was Einzige, was du messen kannst, ja, ist dein Risiko. Deine Chance ist eine reine Wahrscheinlichkeit. Muss ich dir ganz klar widersprechen. Ich handle seit 16 Jahren, ja, und CRV ist eine reine willkürliche Geschichte, ja, weil du lediglich am Anfang deines Trades, am Anfang deines Trades, hinterher ist was anderes, ne? Am Anfang deines Trades kannst du dein Risiko bemessen, aber nicht mehr. Deine Chance eruierst du ganz klar aus deiner Möglichkeit, wie weit das Markt laufen kann. Aber möchtest du das entscheiden, wie weit das er geht? Ganz bestimmt nicht. Ja? Aber wir finden zueinander und weißt du auch warum? Weil dieses Paket dir die Möglichkeit gibt, nämlich deine Chance ganz klar zu messen in dem Fall, ja? Weil du nämlich mit hier ganz einfach von Rot zu Rot gehst. Und wenn du sagst, oh, das ist mir aber zu weit, dann kannst du sagen, okay, den lasse ich weg. Ist in Ordnung. Darf sich aber auch hinterher nicht beschweren, wenn er sein Ziel trotzdem erreicht. Und weißt du warum? Wer wären denn wir beide, dass wir dem Markt sagen, das darfst du nicht? War nur, weil mein Stopp weit weg ist, ja? Ich glaube, das dürfen wir beide uns nicht zumaßen oder anmaßen,
ja, wie weit das der Markt laufen kann. Aber das ist auch so eine Erfahrungsgeschichte. Ich glaube, das ist jetzt kein Punkt, über den wir uns hier jetzt großartig unterhalten müssen. Das ist ja auch etwas, was jeder für sich selber dann machen darf. Ja? Und ich handle im Großen und Ganzen ja jetzt noch nicht seit 16 Jahren nach dieser Methode, aber lange genug, um zu wissen, dass sie funktioniert. Und ich beweise es euch auch. Das ist ja nicht das Thema, dass wir über Demo reden, sondern das beweise ich euch natürlich jetzt auch. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt im Großen und Ganzen ein Regelwerk, nach dem dieses Ganze funktioniert. Und das Regelwerk ist ebenfalls ganz, ganz einfach. Die erste Regel, ja, ein valider Trend muss da sein. Das ist das Erste, was du brauchst. Merk dir bitte, kein Trend, kein Trade. Ganz einfach. Vier Worte sollte sich im Großen und Ganzen jeder merken können. Danke, Andreas, dass du dabei bist. CRV, glaube ich, war tatsächlich das von Honda, ja. Merk dir das. Du kannst dir das Ganze, es sind vier Worte, die du dir merken kannst. Ja? Das ist nicht wirklich schwierig. Kein Trend, kein Trade. Das ist eine ganz einfache Hausnummer, ja. So, und jetzt kommen wir dazu, zu der entscheidenden Frage, ja, welcher Trend? Welcher Trend ist es denn? Wir haben ja in der Markttechnik vier, in der DAO-Theorie haben wir ja drei. In diesem Paket, ihr Lieben, haben wir nur noch einen Trade. Einen Trend, Entschuldigung, einen Trend. Und warum? Ganz einfach, weil es immer einen Trend gibt im Markt, der gerade eben führend ist. Und vertrau mir, es ist der, den du als allererstes wahrnimmst, wenn du den Chart anschaust. Ja, das ist, irgendwann ist es Erfahrungssache. Es gibt immer einen sogenannten führenden Trend. Genau, Günther, einen führenden Trend im Markt. Wir unterscheiden hier nicht mehr zwischen groß, mittel und klein. Der große ist es sowieso ohnehin nie. Ja, das ist dann das große Bild, das sehe ich aber in der übergeordneten Zeiteinheit auch. Ja, der führende Trend ist immer irgendwo eine Mischung zwischen dem kleinen und dem mittleren Trend, wenn man jetzt von der DAO-Theorie ausgeht. Das heißt, in diesem Paket, und du siehst es unten links auch schon eingeblendet, da ist nur noch ein Trend aufgeführt mit seiner entsprechenden Trendphase. Ja? Es gibt nur noch einen einzigen Trend, den wir handeln. Und das ist der valide führende Trend. Vorbei mit dem ganzen Mischmasch. Ja, was ist denn jetzt der große, der mittlere oder der kleine? Nein, wir haben einen führenden Trend im Markt und genau den handeln wir. Rein, raus, Mickey Maus, Geld verdient oder verloren, Ende. Fini. Das ist das Geheimnis dahinter. Das heißt, wir warten, bis wir einen validen Trend haben und zwar genau den du wahrnimmst. Technik dahinter, die Wahrscheinlichkeit, dass er mit der Mathematik dahinter, abhängig vom Datenfeed und Pipapo und Tralala, ja, liegt bei 98%, dass er genau den führenden Trend auch trifft. Es kann auch manchmal sein, dass du sagst, oh nee, weil vielleicht eine Kerze zu groß war oder was auch immer. Das ist Erfahrungssache. Das ist Ausbildung. Die gibt es auch bei mir. Die kannst du auch buchen dazu. Mach's einfach mal. Du wirst sehen, es wird erfolgreich sein. Ja, da muss der Händler muss die entscheidende, die finale Entscheidung treffen. Ist es auch mein Trend oder ist es der nicht? Ja, aber wir haben eine sehr, sehr hohe Trefferquote. Und das Schöne ist, wir haben nur noch einen einzigen Trend. Nicht mehr mittel, nicht mehr groß. Einen führenden Trend. Und du wirst sehen, du wirst ihn sehr, sehr schnell raus haben und dieses Add-on hilft dir, weiß Gott, dabei, da schneller zum Ziel zu kommen. So, was ist das zweite Gebot? Wir haben hier einige Gebote, mit denen wir arbeiten in diesem ganzen Paket. Das zweite Gebot ist auch relativ einfach. Du brauchst eine Korrektur von mindestens 38%. Ja, das ist die Mindesthöhe, die er korrigieren soll. Ja? Wenn er dann optimalerweise in die letzte Korrekturzone reinläuft, ja, umso besser. Ja? Dann ist es das Optimale. Ja? So, und das dritte Gebot, das wir haben, ja, das ist das dritte Gebot, ist nicht zu reif. Es ist eine Empfehlung, nicht zu reif, maximal die vierte Korrektur. Warum? Ganz einfach, weil danach sinkt die Wahrscheinlichkeit, meine Güte, ja, ich schreibe zu schnell oder ich rede zu langsam, eins von beiden. Oh, das war natürlich der falsche Buchstabe. So, aber jetzt, weil nämlich nach der vierten Korrektur die Wahrscheinlichkeit dieser Trendfortsetzung auf an die 50% sinkt
Und das ist dann, können wir ins Casino gehen, ja, wir brauchen schon etwas mehr. So, ne? So, erstes Gebot, valider Trend. Zweites Gebot, mindestens 38% Korrektur. Drittes Gebot, nicht zu reif. Ja? So, und optional, das sollte dann die ganze Wahrscheinlichkeit erhöhen, ja, ist dann der vierte Punkt letztendlich, nämlich, dass die sogenannte GWL für uns läuft. Ja? So, kann man natürlich entsprechend auch Korrekturtrades machen. Das sollte man aber tunlichst unterlassen, wenn man nicht viel Erfahrung im Markt hat. GWL heißt immer der gleiche führende Trend in der übergeordneten Zeiteinheit. So, ich glaube, das ist nicht schwierig. Das heißt, man kann sich wirklich wenige Dinge merken. Also zum einen kein Trend, kein Trade. Vier Worte und vier Gebote. Ein valider Trend, Korrektur muss da sein, nicht zu reif und optional die GWL muss für uns laufen. Und damit, ihr Lieben, haben wir eines der einfachsten Setup. Und ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Ja, ich habe tunlichst kämpfen müssen, dass ich dieses überhaupt hier bringen darf, weil es das ist, was die Großen auch handeln. Was anderes machen die auch nicht. Man muss es nur wissen. Es ist nicht wirklich schwierig. Es ist total simpel. Ja, aber wisst ihr was? Im Retail-Bereich, das heißt im Privatkundenbereich, glaubt man ja immer, je komplizierter, desto erfolgreicher. Verrate ich dir ein Geheimnis. Das stimmt nicht. Das stimmt definitiv nicht. Auf dem Trichter war ich auch mal jahrelang. Ja. Heute weiß ich, je einfacher, desto erfolgreicher ist es. Und das macht dieses Package, dieses Add-on macht genau das an Einfachheit nicht zu überbieten. Ja, wir sehen einen validen Trend, das macht das System automatisch. Wir sehen eine Korrektur, das zeichnet das Paket automatisch ein. Er zeigt dir, wie reif das er ist und er zeigt dir auch noch, wie die GWL verläuft. Und du musst nicht mehr suchen, weil der Markt, weil du mit Listen arbeiten kannst, wo dir die Signale vorgegeben sind. Wer die Großen sind, Hans, ist große Händler. Lassen wir es einfach mal dahingestellt, sind große Händler, denn wir beide nicht das Wasser reichen können. Da ist so viel Geld im Spiel, das wollen wir eigentlich auch gar nicht wirklich wissen. Aber du weißt und ich weiß es, die machen das. Wir müssen nur hinterher schwimmen mit unserem Paddelboot. Das ist alles. Die ziehen uns automatisch mit. Wir müssen natürlich akzeptieren, dass nicht jeder Trade aufgeht. Das ist auch ganz klar. So, wollen wir es uns mal anschauen, wie es in der Praxis funktioniert? Ja, ihr seht schon, der Actionbar auf der rechten Seite ist ein bisschen anders aufgebaut. Da siehst du auch nur noch einen Trend und ich zeige euch das jetzt auch, wie es funktioniert. Ich habe jetzt hier einfach mal den Euro-US-Dollar rausgenommen. Ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, es ist ein Paket für jeden. Sowohl für die nebenberuflichen Händler, die in Tag und Stunde unterwegs sind, als auch für Daytrader. Ist alles dabei und man hat mich gebeten, Hans, so zum Thema die Großen. Man hat mich gebeten, ich lasse es jetzt dahingestellt, guck mir die Augen. Man hat mich gebeten, dieses Add-on gleich für Woche und Monat mitzubauen. Das heißt, du wirst in diesem Signal, in diesem Add-on, die Signale auch für den Wochen- und für den Monatschart finden. Genauso runter bis zu einer Minute. Schöner kann man es gar nicht haben. Gerade wenn du völlig chillig nebenbei hier Aktien auf Wochenbasis handeln möchtest oder auf Tagesbasis, spielt gar keine Rolle, ist total simpel. Und für die Daytrader unter uns bis in 5 Minuten. Wir schauen es uns natürlich auch gleich an. Also habt ihr diese vier noch im Blick? Ja? Trend, Korrektur, nicht zu reif, ja? Und GWL. So, GWL lassen wir jetzt mal außen vor. Wir konzentrieren uns auf den Trend, auf die Korrektur und nicht zu reif. So, weißt du auch noch, was wir handeln wollen? Farben. Rot zu rot, blau zu blau, grün zu grün, schwarz zu schwarz. Das kann man sich, glaube ich, auch merken. Das ist so simpel, ja. Rot zu rot, blau zu blau, grün zu grün und schwarz zu schwarz. Simpel. Kann man sich wirklich merken. Einfacher ist es wirklich nicht. Also ich selber bin im Devisenmarkt sehr stark unterwegs, Hans. Da habe ich meine besseren Erfahrungen gemacht, vor allem weil der Devisenmarkt einfach x-fach größer ist als der Aktienmarkt, so gut wie nie Gaps hat und einfach viel, viel stabiler läuft. Also ich hole meinen Profit aus dem Devisenmarkt raus. Noch dazu ist der Aktienmarkt ja momentan jetzt für einen frischen Einstieg ohnehin hinfällig. Also ich kann jedem nur empfehlen, handelt im Devisenmarkt. Das ist das Einfachste, was du machen kannst. Ja?
Aktuell für den MT4 nicht verfügbar, aber mein Lieber, danke, dass du dabei bist. Erstmal schauen wir mal, was noch alles kommt. Es ist ja noch nicht am Ende. Und liquider noch dazu, Devisenmarkt. 5 Billionen, 5 Billionen Dollar jeden Tag. Okay, komm, lass uns reinschauen in die ganze Geschichte. Ich habe mir jetzt hier mal für den Anfang den Euro-US-Dollar rausgesucht. Ja? Nur mal den Euro-US-Dollar. So, was tun wir? Wir haben gesagt, ich habe es oben noch eingeblendet, kann man glaube ich auch noch sehen. Genau, wir brauchen einen validen Trend. So, jetzt sehen wir an der Beispiel, an dem Spiel hier als Beispiel. So, wir sahen hier, ich zeichne es jetzt nur mal grob ein, Korrektur, ein Abwärtstrend. Ja? So, und jetzt siehst du schon, was dieses Paket beinhaltet. Hoppla, das sind ja andere Kerzen. Richtig, das sind Heikin-Ashi-Kerzen. Warum Heikin-Ashi-Kerzen? Weil die Heikin-Ashi-Kerzen dir den Trend viel sauberer darstellen. Ja? Und weil sie dir genau mit einer einzigen Kerze zeigen können, wann im Orderbuch Angebot und Nachfrage dreht. Ich zeig's euch, ist nicht schwierig. Ja? So, jetzt wenn du aber sagst, oh, ich bin aber eher auf Candlesticks, ich kann dich beruhigen, beides ist drin. Sowohl Heikin-Ashi als auch Candlesticks, kannst beides nutzen. Ja? So. Also, jetzt haben wir es gesehen, das ist der Abwärtstrend hier. Ne? Ich glaube, es ist klar. Da liegt der letzte Punkt 3 hier. Ne? Das heißt, ich muss also warten, bis der Trend da oben bricht. Muss ich jetzt warten? Nein, musst du nicht. Denn wir haben doch nur noch einen Trend. Das ist der führende Trend. Und der führende Trend kann doch schon viel, viel früher beginnen. Noch bevor der bricht. Und soll ich dir was sagen? Dieses Add-on zeigt es dir sogar früher schon an. Dieses Add-on wartet nicht, bis der alte Trend gebrochen ist, weil der Markt bis dahin schon viel zu reif sein kann. Und dann bist du schon wieder durch. Nein, er eruiert schon viel, viel früher deine Signale. Hammer. Seit einem Jahr arbeite ich daran. Seit einem Jahr arbeite ich da. Es war nicht einfach, das hinzubekommen. So, also was tun wir? Wir warten, bis der Markt einen neuen Trend ausbildet. Bewegung, Korrektur. Achtung, zu dem Zeitpunkt haben wir noch keinen Trend. Hier haben wir noch keinen Trend. Das heißt, ich brauche also darüber einen Schlusskurs über den Punkt 2. Ja? Und den habe ich dann spätestens mit dieser Kerze hier. So, und jetzt, ihr Lieben, passiert Folgendes. Wir gehen mal an den rechten Rand des Bildschirms. Ja? So, wir sind ja immer am rechten Rand des Bildschirms. Ne? Hinternach können wir ja immer sagen, hat ja ganz toll funktioniert. Nein, nein, wir sind ja immer am rechten Rand des Bildschirms. Da müssen wir uns schon auch darüber klar sein. So, jetzt pass auf. Das, was ich jetzt von Hand einzeichne, macht das System automatisch, wenn du dir den Trend einzeichnen lässt. Ja? Denn in dem Moment, wo der Markt. Ja, ich mache das jetzt mal da oben raus. In dem Moment, wo eine Korrektur stattfindet, beginnt der Markt Fibonacci anzulegen und den Trend zu zeichnen. Ja? So, und zwar immer vom letzten Punkt 3, also von diesem Korrekturpunkt, bis zu dem letzten Punkt 2, der sich ja sehr, sehr leicht identifizieren lässt, weil es danach kein höheres Hoch mehr gibt. Also beginnt dort automatisch die Korrektur. So, und was macht der Markt, was macht das Symbol jetzt? Es zeigt dir sofort an, wie weit das er korrigiert. Ja? So, und jetzt siehst du, ach, guck mal, exakt bis zur blauen Linie. Automatisch macht er das. Ein bis zur 78er Fibonacci-Grenze. So, was haben wir jetzt gesagt? Könnt ihr euch noch erinnern? Wir handeln von blau zu blau. Ist übrigens jetzt der Tageschart gerade. Also für die Berufshändler total easy. So, und was brauche ich jetzt noch, um einen Einstieg zu finden? Ihr Lieben, simpler geht es nicht mehr. Simpler geht es nicht mehr. Und weißt du warum? Weil die Heikin-Ashi-Kerzen uns das vorgeben. Es gibt sogenannte Trendfortsetzungskerzen und es gibt Ausgleichskerzen. Und Ausgleichskerzen zeigen uns in der Regel immer an, wenn im Orderbuch Angebot und Nachfrage drehen. Schaut mal, das hier sind Trendfortsetzungskerzen und das hier sind Ausgleichskerzen, ja? Mit Schatten auf der Ober- und Unterseite. Das sind Ausgleichskerzen. Das sind Ausgleichskerzen, die zeigen, dass es Ganze endet und dreht.
Und wo hast du deine Ausgleichskerze? Hier hast du sie. Und damit weißt du jetzt an der Stelle sofort, ja, jetzt kann ich meinen Einstieg planen, ich habe meinen Stop und ich habe sofort mein Target. Also wenn das nicht einfach ist, dann weiß ich auch nicht mehr, was du machen musst. Ja? So, das heißt, was tun wir? Ganz einfach, wir setzen unseren Einstieg über diese Ausgleichskerze. Nicht Market. Nicht Market. Mm-mm. Immer einstoppen lassen. Leute, wenn er zu eurem Ziel hoch möchte, muss er ja an eurer Order vorbei. Und wir lernen im erfahrenen Bereich, ihr Lieben, es kommt nicht auf den Pip drauf an. Wir wollen das Sahnestück, den Impuls wollen wir raushaben. Das machen wir öfter, als dass wir es nicht tun. So, was haben wir gesagt? Wo kommt der Stop hin? Das ist jetzt auch eine gewisse eine Sache des Händlers. Ja? Ich selber sage, meinen Stop setze ich immer unter dem Punkt 3. Es ist aber genauso legitim zu sagen, nee, ich setze ihn da drunter. Ja? Auch gut, das ist deine ganz persönliche Sache. Ja? So, was haben wir gesagt? Blau zu blau. Es ist, weiß Gott, ist nicht wirklich schwierig. Ne? Das heißt, von blau zu blau. Da wollen wir hoch. Ja? Waren in dem Sinne, wenn wir da einsteigen irgendwo, wären das irgendwo, keine Ahnung, vierte Nachkommastelle, 300, knapp 400 Pips. 400 Pips. Ja? Weißt du, im Devisenmarkt 400 Pips, ein Standardlot 4000 Euro, schöne Geschichte, oder 400 mit dem Minilot. Ja? Total easy. Ja? Und, dann, und wenn du sagst, okay, mein Stopp da drunter, hast ein Risiko von 110. Ich glaube, es ist 1 zu 4. Ich glaube, das kann man gut lassen. Das ist in Ordnung. So, wollen wir gucken, ob es aufgeht? Ja? Wollen wir gucken, ob es aufgeht? So, jetzt bist du drin im Markt. Jetzt bist du drin. Dein Stopp sitzt. Ja? Dein Stopp sitzt. Dein Stopp sitzt. Wir haben gesagt, blaue Linie. Ja? Wir haben gesagt, zur blauen Linie. Ja? Oh, und? Oh, fuck. Mist. Aber ganz knapp dran vorbei. Ja, ihr Lieben, deswegen ist der Grund, ich setze mein Ziel natürlich nicht immer genau an die blaue Linie, sondern ich mache das erfahrungsgemäß so immer ein bisschen drunter. Ja, und es ist auch gar kein Problem, wie du siehst, oh, jetzt wird es da oben eng. Ja, na gut, dann kann man auch rausgehen. Aber weißt du was? Ich tue es nicht. Und weißt du warum? Weil ich dem Markt vertraue. Ja, ich vertraue ihm ganz einfach. Ja? Du musst nur oftmals Geduld haben. Du musst nur oftmals Geduld haben. Du musst nur ein paar Tage länger warten und dann wird Geld verdient, verdammte Axt nochmal. Ja? Mehr ist es doch gar nicht, was du tun musst. So, jetzt hast du schon das erste Mal Geld verdient. Ja? Und das im Tageschart. Das hast du innerhalb von knapp 2 Wochen oder was es hier gedauert hat. Wo sind wir eingestoppt worden? Was war es? 12. April. Das Ziel hast du erreicht am 16. Mai, 12. April, Mai. 4 Wochen. Ja, 400 Euro in 4 Wochen mit einem einzigen Trade und einem ganz knappen Ding. Ja. Eier brauchen wir, das ist der Punkt, Hans. Absolut richtig, genau, das ist der. Sind die Trendphasen für die Darstellung Heiken Ashi angepasst? Ja. Wenn ich die Candlestick-Darstellung verwende, werden andere da? Ja, richtig, Mike. Beides ist angepasst an das eine oder das andere. Du kannst das eine oder das andere nutzen. Heiken Ashi ist einfacher zu verwenden. So. Jetzt haben wir das eine gemacht. Jetzt warten wir. Jetzt bist du raus aus dem Markt. Du hast Geld verdient. Danke, lieber Markt. Da sind wir doch sehr, sehr dankbar drum. Ja? So, was warten wir? Wir warten wieder, bis der Markt wieder anfängt zu korrigieren. Wir brauchen wieder eine Korrektur. Achtung, da ist sie. So, da ist sie, die Korrektur. Ja? Ist nicht allzu weit gelaufen. Wir messen aber trotzdem mal, ja? Und sagen, okay, wir legen hier von da nach da an. Wie weit haben wir korrigiert? Ja, bis zur 38er Linie. Ja, 38er. Okay, hier zeigt er kein Signal an, ja, weil er nicht tief genug korrigiert hat. Ne? Also warten wir. Ja? Wir warten auf eine richtige Korrektur, wenn sie denn dann mal kommt. Jawohl, und da sieht die ganze Sache doch schon besser aus. Darüber gab es auch keinen Schlusskurs. Also setzen wir hier unsere Korrektur an. Ebenfalls kein Signal. Siehst du, wenn die Korrekturen nicht tief genug sind, ja, dann bleibt der auch weg, dann hast du das Ganze auch gar nicht. Ja? Also wir warten wirklich wieder auf eine wunderschöne Korrektur, die sie dann kommt. Ja? Kann auch sein, dass er sie angezeigt hat, ich weiß es an der Stelle nicht, aber der Markt hat einfach nicht deutlich genug korrigiert. Ja? Und dann kommst du einfach nicht mehr rein. Aber weißt du was, es ist wurscht. Weißt du, warum es wurscht ist? Weil du da schon Geld verdient hast und weil das ja nicht der einzige Markt ist, den es gibt. Ja, ist doch egal. Ja, du hast doch Geld verdient. Das wollten wir doch von Anfang an. Einfacher kannst du nicht handeln.
Ja? Ich zeige euch ein anderes Währungspaar, ist egal. Ja? Machen wir hier. Wenn du sagst, oh, ich gehe ja auch mal short. Na? Ganz, ganz einfach. Schau mal, wir gehen wieder an den rechten Rand des Bildschirms. Ne? So, jetzt hast du diese Abwärtsbewegung hier als Beispiel. Ja? Der Markt fällt und fällt und fällt und fällt und fällt und fällt und fällt. So, und jetzt fängt er an zu korrigieren. Und spätestens an der Stelle fängt das System an, deinen Trend zu zeichnen und zeichnet dir Heikin-Ashi-Kerzen ein. Ja? So, was haben wir gesagt? Zweite Grundregel, mindestens 38%. Ja? Hat er da nicht? Jetzt zeigt er dir das erste Mal ein Signal an. Ja? Und wir haben gesagt, wir warten, ja, schau mal. Und deswegen, ja, wenn du short gehen möchtest, ich empfehle dir, dass die Ausgleichskerze auch einen roten Kerzenkörper hat. Ist eine reine Empfehlung, ja. So, das heißt, man lässt sich hier unten einstoppen, ja. Wärst du aber nicht reingekommen, weil der Markt wieder nach oben geht. Deshalb niemals Market, bitte, ja. So, der Markt steigt und steigt und steigt. So, siehst du? Traumhaft! Alter, ist das traumhaft! Ja, schau mal, er hat sogar bis zur blauen Linie wieder hoch korrigiert. Ja, also mehr bis zur blauen als zur roten. Da kann man jetzt drüber spekulieren, ist jetzt mein Ziel auf der blauen oder auf der roten. Ja, das ist jetzt, spielt jetzt mal gar keine Rolle hier. Ja, je nach je, dass er dran geht, da oben hat das Orderbuch hingehandelt. Deshalb würde ich auch eher das nehmen, was näher liegt. Ja, so und schau mal, was er dir als nächstes macht. Eine wunderschöne Ausgleichskerze. Hier zeigt dir auch das Orderbuch ganz, ganz klar. Ja, dass hier der Wechsel von Angebot und Nachfrage stattfindet. Ja? Einfacher, verdammte Axt kann es doch gar nicht sein. So, was machst du jetzt? Du gehst her und setzt deinen Einstieg da drunter, ja? Setzt meinetwegen deinen Stopp da drüber, lässt ein bisschen Luft. Ja? So, und dein Ziel, haben wir auch gesagt, ist ganz klar hier unten auf dem, von blau zu blau. Nicht lesen, du musst nicht intelligent sein, einfach nur das Ding durchhandeln. Ja? So, und schon bist du drin. Oh, jetzt geht's los. Tagesstart. Ah, jetzt geht's los. So, jetzt geht's los. So, oh, Jesus, Mare. Ach, du Liebe, da ganz knapp vorbei und wieder an zu korrigieren. Da sind wir wieder dabei. Ach, du dickes Ei, ne? So, so. Eier brauchen wir, Freunde der Nacht. Eier brauchen wir, ne? So, da, so sieht's aus, ne? Unser Stopp ist ja da oben. Haben wir ja noch nicht eingegriffen. Wir greifen nicht ein in den Trade. Warum nicht? Weil wir Vertrauen drauf haben, dass der Markt genau das tut, was wir drauf spekulieren, nämlich den Trend fortzusetzen, ja? So. Tut er nicht, tut er nicht. Ja? Und was haben wir gesagt? Ziel liegt bei der blauen Linie. Immer noch da unten. Ja, da war sie. Da war sie. Wir haben gesagt, ein paar Punkte vorher, da war sie. Okay? So. Kannst aber noch weiterlaufen lassen. Spätestens da. Bumm! Geld verdient. So, was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Hier oben sind wir eingestiegen, haben wir gesagt. Was haben wir Geld verdient? Hier oben bis zur blauen Linie. Das waren, ich sag mal, roundabout. Was ist das hier? Britisches Pfund. Ja, das sind, lasse ich hier nicht, glaube 480, genau, 480 Pips wiederum. Nochmal 4.000 oder 400 Euro mit dem Minilot. Ja, und was hattest du ein Risiko da oben, wenn du da einsteigst, bis da oben hin? Ja, 211 Pips. Also, ich glaube, da kommen wir auch relativ schön zurecht mit unserem CRV. Ihr Lieben, was anders ist es nicht. Er macht immer das Gleiche. Und wenn du sagst, ja, Tag ist mir aber doch schon ein bisschen zu langsam, ja, dann zeige ich euch das, wie es auch kleiner funktioniert. Ich muss nur gucken, dass wir hier eher auch die Fragen ein bisschen mit beantworten. Mir ist aufgefallen, dass beim Chart mit Heikin-Ashi manchmal ein anderer drin geht. Ja, klar, weil die Kerzen auch anders sind. Aber da muss ich mich drum kümmern. Handel einfach das, was du siehst, Peter. Ist ganz, ganz einfach, ne? Eine Korrektur kann auch tiefer als 38 laufen. Sollte man bis zum Einstieg auf Umkehrsignale warten? Sind das Ausgleichskerzen? Ja, Mike, immer warten. Nicht einfach reinspringen. Ausgleich abwarten. Ganz, ganz wichtig. Ihr Lieben, es ist einfach nur gigantisch, weil wir die Natur des Börsenhandels machen. Was anderes tun wir nicht. Wir handeln nur die Natur. Trendfortsetzung mit Zuhilfenahme von Fibonacci, der selbsterfüllenden Prophezeiung. So, gehen wir mal in die Stunde rein. Ja? Schaut mal. Selbes Spielchen wieder. Ja? Wir sind ja am rechten Rand des Bildschirmsrands. Ja, rechter Rand. Also gut. Wir müssen warten. Wir müssen wirklich warten, bis der Markt anfängt zu korrigieren. So, schau mal. Jetzt fängt er an zu korrigieren. Jetzt können wir wieder Fibonacci, unseren Trend anlegen. Ja, und jetzt geht das Spiel wieder von vorne los. Du wartest. Okay. So, da gab es auch schon eine kleine Ausgleichskerze. Ist jetzt nicht sonderlich schön. Ja. Und vor allem, er hat
nicht mal bis zur 38er korrigiert. Schlusskurse entscheiden. Schlusskurse. Ganz, ganz wichtig. Er muss schon richtig korrigieren. Also nichts machen. Auch nichts machen. Ja, nichts machen. Erst wenn er richtig hoch korrigiert, jetzt sind wir dabei. Jetzt macht er eine anständige Korrektur. Und jetzt warten wir auf saubere Ausgleichskerzen. Ja, und hier war zum Beispiel eine, die ist jetzt nicht sonderlich schön, aber sie zeigt uns einen gewissen Ausgleich an. Also was machen wir wieder? Dasselbe Spiel. Ja, unseren Einstieg da drunter. Ja, und unseren Stopp da drüber. Ja? So, was haben wir gesagt, ihr Lieben? Es ist total einfach. Es ist wirklich einfach. Wir haben gesagt, ja, von Rot zu Rot handeln wir. Ja? Rein, raus, Mickey Maus. Einfach nur den Trend mitnehmen. Impuls, nächste Korrektur, Impuls, nächste Korrektur, Impuls. Ja? Ganz einfach. So, komm mal rein. Jawohl, jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir drin. Markt läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Er läuft nicht mehr. Er läuft und läuft und läuft. Ja? Ihr Lieben, lasst ihn einfach laufen. Unser Stopp liegt da oben. Ja? Nicht vergessen, er läuft. Ja? Oh je, oh je. Oh, die liebe Zeit. Der Stopp liegt da oben. Immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Fuck die Bohne. Alter Verwalter, ja, wie lange haben wir gewartet? Ja, Stunde, wohlgemerkt. Ja, 10. November, 9 Uhr, was war's? 14. November, 4 Tage und schon war das Ziel erreicht. Was haben wir verdient damit? Ja, was haben wir verdient? Ganz einfach, wir haben verdient ungefähr, ja, 754 Pips. Ja? Entschuldigung, 75 Pips, weil es japanischer Yen ist, zweite Nachkommastelle. 75 Pips, nimmst du mal einfach so mit. Ja, nimmst du mal einfach so mit einem kleinen, überschaubaren Risiko. Ihr Lieben, das ist einfachster Börsenhandel. Mehr musst du nicht machen. Mehr musst du nicht machen. So, und jetzt höre ich aber diejenigen schon wieder schreien, die sagen, ja, aber ich bin doch der DAX-Händler. Ja, um Gottes Willen, dann machst du halt mit dem DAX. Ist doch egal, mit was du das Ding machst. Ich zeige dir, dass es dort genauso funktioniert. Ja, und damit hört nämlich die ganze Diskutiererei nämlich dann wieder auf. Ja, welchen Trend soll ich denn jetzt handeln? Den großen, den mittleren, den kleinen? Nein, du handelst nur den führenden Trend und sonst nichts. Ja, aber wo gehe ich denn rein, wo gehe ich raus? Bam, bam, rein, raus, Mickey Maus, Ende Gelände. Und so handelst du die Trends zukünftig. Und wenn du es richtig lernen möchtest, kommst du zu mir in die Community, dann lernen wir es gemeinsam. Ende Gelände. So, gucken wir uns den DAX an. Ja? Wie wissen wir, welcher hält? Das weißt du vorher nie. Das ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Da gibt's ja, du wirst auch oft genug ausgestoppt werden. Ja? Deshalb erste Grundregel, Trend abwarten. Ja? Trend abwarten. Ja? Ist ja nicht so, dass du wirst genauso rausfliegen. Ja? Genauso, es gehört aber zu diesem Spiel dazu, dass diese Verlusttrades da sind. Dafür hast du einen Stop. Ja? Deshalb diese Grundregeln. Trend, Korrektur, nicht zu reif. Die Wahrscheinlichkeiten liegen bei 72%, nicht 100. Nicht 100. 72 oder 64. Da siehst du, da ist ein Spielraum für Verlusttrades. Dafür gibt es aber einen Stop und Money Management und ein Trade Management. Ja? Welche FIBO-Level nehmen wir dafür? Das obere blaue Level steht hier drin. 78, hier unten 27. Ne? Das müsst ihr euch einfach nur abschreiben. Das ist in dem Paket automatisch drin. Das möchte ich an der Stelle erklären. Das ist Spezialität dieses Add-ons. Ja? So, gucken wir uns den DAX an. Liebes bisschen. Ja? Wir gehen wieder an den rechten Rand des Bildschirmrands. Wir haben gesagt, wir warten, bis ein Trend vonstatten kommt. Ja? Wir warten. So, wir warten, bis ein Trend vonstatten kommt. Ein richtiger Trend, ja, den man richtig schön erkennen kann. So, also, da sind wir. Jetzt hast du deinen ersten Trend. Schaust du? Ja, Bewegung, da unten Bewegung, Korrektur, Bewegung und jetzt beginnt die Korrektur. So, und jetzt fängst du an dein Fibonacci. Das macht das System auch automatisch. Ja, du siehst, du legst es wieder an, Bewegung. Und bis hoch zum Bewegungsast, da gab es kein höheres Hoch mehr, Ende Gelände. So, was haben wir gesagt? Mindestens 38% per Schlusskurs. Ja? So, wartest du, hast du da nicht gehabt. Ja? Wartest du, ja, du musst warten, bis er mindestens unter die 38. So, da wärst du nicht reingekommen. Warum nicht? Weil du keinen Schlusskurs unter der 38er hast. Also, Ende Gelände. Den ersten kriegen wir nicht. Ist nicht schlimm. Wir wissen ja, dass der Markt immer das Gleiche macht. So, Achtung. Jetzt haben wir hier wieder eine Trendfortsetzung. Ist total simpel. Ja, Bewegung, ja, Korrektur, Achtung. Und wir legen hier wieder Fibonacci an. Ja, und schauen mal, was draus wird. So, Korrektur, 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 ja, Korrektur. Ja, gab es kein. Da, jetzt hast du ein Signal. Ja. So, schau, und da kommt deine Ausgleichskerze. Ist zwar jetzt rot,
Ja, aber wenn du dir die Großwetterlage anschauen willst, in einer Stunde siehst du, dass der Trend ganz klar long ist. Also kann man ja ein bisschen fachlich unscharf handeln. So, Achtung, was haben wir gesagt? Rot zu Rot. Ihr Lieben, ist nicht schwierig. Ihr oder ist nicht schwierig, oder? Wir haben gesagt, Rot zu Rot. Bam. Ja, so, Ausgleichskerze. Du machst nichts anderes. Einstieg da drüber. Stop-Loss da drunter, oder wenn du sagst, da drunter, das überlasse ich dir, das kannst du machen, wie du möchtest. Da kann es dann sein, dass du öfter mal rausfliegst. So, wir warten. Jetzt bist du drin und da fliegst du wieder raus. Ja, wenn du deinen Stop genau da drunter hast. Deswegen habe ich ihn da nicht. Ja, ich habe ihn immer weiter weg, weil da bei Machina Trader lasse ich da meinen Soft-Stop arbeiten, ja, der nur auf Schlusskurse reagiert. Ja, total geniale Geschichte. Ne? So, du bist immer noch drin, weil du dort mit Soft-Stop arbeitest. Wunderbar, oder mit Alarm kannst du machen. So, laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen. Du bist immer noch drin und wir haben unser Ziel da oben. Ja? Wir haben unser Ziel da oben. Wir greifen nicht ein in den Trend. Nur Weicheier und Mimosen und Mädchen greifen den Trend ein. Das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Ja, wir lassen es laufen. Wir lassen es laufen. Bam! Und Geld verdient. Ja? Warum? Ganz einfach. Weil wir einfach nur den fucking Trend handeln und sonst nichts. Rein, raus, Mickey Maus, Geld verdient. Ist das schwierig? Ihr Lieben, das ist nicht schwierig. Das ist einfach. Du musst es lernen. Mehr musst du nicht tun. Du musst es einfach nur lernen. Ja, wenn du sagst, ich bin aber Rohstoffhändler, um Gottes Willen, dann machst du es halt in den Rohstoffen, das ist doch wurscht. Wann du das machst, wie du es machst, das spielt gar keine Rolle. Schau mal, es ist immer das Gleiche. Der Markt läuft immer in Bewegungen und Korrekturen ab. Ne? Bewegung, Korrektur, Bewegung. Er macht immer das Gleiche, er macht immer das Gleiche. So, jetzt hat er sich wieder bewegt. Schau mal, jetzt hat er einen Trend gemacht, auf den musst du warten. Dann kannst du hier wieder dein Fibonacci anlegen. Und was haben wir gesagt? Wir brauchen 38. Haben wir hier noch nicht? Da haben wir sie. Jetzt brauchen wir eine Ausgleichskerze. Die haben wir nicht. Die haben wir nicht. Die haben wir nicht. Da war sie. Guck mal, da kommt deine Ausgleichskerze für dich. Ja, und wir haben wieder gesagt, ja, rot zu rot. Da wollen wir hin. Und da setzen wir jetzt unseren Einstieg auch rein über diese Kerze hier. Stop-Loss da drunter. Da oben ist das Ziel. Und jetzt lassen wir die ganze Sache laufen. Da bist du drin, da bist du drin, da bist du drin, da bist du drin. Wir reden über 5 Minuten, da bist du drin. Und das Markt läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Du bist immer noch drin und da oben hast du dein Ziel erreicht. Geld verdient. Ihr Lieben, verdammte Axt, das ist kein Hexenwerk, was wir hier tun. Das ist einfachste Natur des Börsenhandels unter zwei Dingen. Angebot und Nachfrage führen zu Bewegen, Korrekturen, Trend. Und Fibonacci hilft uns zu sehen, wie weit er korrigiert und wo unser Ziel liegt. Mehr musst du nicht tun. So, du willst sehen, wie es funktioniert? Ganz einfach, schau mal. Ha, einfach nur Signale handeln. Ja, schau mal. Die Signale werden dir eingeblendet. Du kriegst ein Signal, wenn du mit der China Trader arbeitest. Ja, es wird dir eingeblendet. Schau mal. Und es wird dir eingeblendet. Du siehst hier die Wahrscheinlichkeit. Ja, da kommen deine Signale sowohl in die Long-Richtung als auch in die Short-Richtung. Ja, mehr musst du nicht tun. Das ist aller einfachster Börsenhandel. Ist egal. Schau mal. Herrlich, oder? So. Wollt ihr mal noch wissen, wo die Wahrscheinlichkeit, diese Trefferquote liegt bei dieser ganzen Geschichte? Ja? Wollt ihr das wirklich wissen, wenn du dich an dieses Regelwerk hältst? Möchtest du das wirklich wissen? Ich schreibe es dir rein, weil sonst glaubst du es mir nämlich nicht. Ja? Es sind sage und schreibe verdammte 92% an Trefferquote. Ja? An Trefferquote 92%, ja? Mit denen du hier arbeiten kannst. Und wenn du damit nicht erfolgreich wirst, ja, dann kann dir, weiß Gott, kein Mensch mehr helfen. Das ist jetzt hier kein Hexenwerk, ja, da gibt es keine Quelle dazu, weil wir das Ganze hier nämlich jeden Tag einfach leben. Kann dir jetzt auch 120% reinschreiben, das spielt ja auch gar keine Rolle. Die Wahrscheinlichkeit, haben wir gesehen, geh immer von dieser Wahrscheinlichkeit von diesen 67 bis 72% aus, dieser Trendfortsetzung, ja. Das andere haben wir hier in unserer Community eruiert. Ihr Lieben, das ist Natur des Börsenhandels. Mehr ist es nicht. Ja? Die Signale kannst du auch mit Tönen verknüpfen. Ja, da kommen auch Töne raus. Das ist alles gar nicht wirklich dramatisch. Ja?
Und du kannst es dir immer wieder aufs Neue anschauen. Die Signale kommen sowohl in die Short-Richtung, schau mal, als auch in die Long-Richtung. Ja? Beides ist machbar. Du musst eigentlich nicht mehr wirklich viel tun. Doch Eier brauchst du in der Hose, damit du das auch aushältst, wenn das ganze Ding einfach mal läuft. Oder es gibt auch immer wieder mal etwas, wo du ausgestoppt wirst. Ja? Und das ist funktioniert, ihr Lieben. Ja? Das zeigen hier aktuell meine laufenden Trades. Guck mal, die Signale kamen rechtzeitig. Ja, kommen immer noch. Ja, Euro, US-Dollar bin ich im Minus. Guck mal, ist auch nicht weiter dramatisch. So, und jetzt möchtest du natürlich wissen, ja, zeichnet ihr mir den Trend ein? Ja, schau mal. Achtung, aufpasse, ist total gigantisch. Das ist der Hammer. Da haut das Blech weg, ich schwör's dir. Ja, schau mal, er zeichnet den Trend an. Ach Gott, das sind multiple Orgasmen, ich schwör's euch. Ja, hier, der zeigt dir den Trend an und zeigt dir sofort an Fibonacci und du weißt sofort, wo er hinkorrigiert hat, wo dein Einstieg, dein Stopp und dein Target ist. Rein, raus, Mickey Maus, Geld verdient oder Geld verloren. Eins von beiden. Ja, ihr Lieben, wisst ihr was? Ihr könnt es machen oder auch nicht machen. Es ist mir wurscht. Und weißt du auch warum? Weil ich damit Geld verdiene. Aber das ist so einfach. Weißt du, du musst halt jetzt einfach mal Geld ausgeben, damit, dass du halt dir dieses Ding kaufen kannst. Ja, aber verdammt nochmal, wenn du zwei, drei Trades gemacht hast, die Scheiße kostet 899 Euro. Oder für DAU-Bestandskunden kostet es halt einfach 399 Euro. Und wenn du einen China-Trader noch brauchst, kostet es halt ein bisschen mehr. Aber mach zwei, drei Trades oder mach es halt ein paar Mal. Du hast es verdient. Ihr Lieben, ich weiß, dass es funktioniert. Ja, wenn ihr es nicht, ihr müsst es nicht kaufen. Mir ist das egal. Dann machst du es halt von Hand. Ist mir egal. Ja. Aber du willst doch Geld verdienen. Da machst du dir halt so einfach. Und weißt du, ich weiß, dass es funktioniert. Wir haben in unserer DAU-HAU-Family aktuell, diese Woche waren es Rekord geknackt, 100 Menschen. Ja, 100 Menschen. Und ich zeige euch, was die machen, die Jungs und Mädels. Ja, guck, da habt ihr hier eingeblendet. Ja, das ist nur ein Teil, weil nicht alle sind bei mir in der echten Ausbildung, sondern manche sind auch nur so dabei. Aber diese sind in der Ausbildung, einige noch im Demo, die anderen live mit dabei. Und du siehst, wie die Performance stabil funktioniert. Wir sind 53% vorne. Ja? Und wenn du dir das ganze Jahr anschaust, ja, guck mal, unsere Live-Kunden sind mit 68% vorne. Das sind Demokunden und die üben noch. Ist ja erlaubt. Das live, ihr Lieben. Das, wisst ihr was, was das ist? Ausbildung. Ausbildung und einfachster Börsenhandel. Was anderes, ihr Lieben, ist es echt nicht. Und du merkst es vielleicht, ich gebe ganz ehrlich zu, ich liebe es. Ja? Ich bin aber kein Daytrader, ich mache Stunde und Tag, wie die meisten in meiner Community. Ja? Warum soll ich mich denn 5 Minuten rumärgern, wenn ich über halt 3, 4 Wochen das Dreifache verdienen kann? Ja, ist doch in Ordnung. Ja? Aber weißt du was? Ich brenne für dieses Thema. Ich liebe es. Und weißt du warum? Weil ich verdammt nochmal weiß, dass es funktioniert. Und verdammt nochmal, du musst es einfach nur tun. Das ist das ganze Geheimnis. Du musst es einfach nur tun. Und das ist wirklich, ich bitte dich, mach's nicht schwieriger, als es wirklich ist. Es ist total, total simpel. Es ist wirklich nicht schwierig. Und du kannst richtig, richtig Geld verdienen dabei. Du musst dir nur helfen lassen. Das, ihr Lieben, ist das ganze Geheimnis an dieser ganzen Geschichte. Und das ist, weiß Gott, wirklich, wirklich nicht schwierig. Ja? So, und dann siehst du schon, mach deine Pips im Monat, ich mache es im Devisenmarkt, das kannst du mit Aktien genauso machen, guckst dir an später. Ja? Es ist total easy, dein Leben kann sich verändern. Ja? Und das ist das, was wir hier in der DAU-HAU Trading Gemeinde machen. Wir arbeiten gemeinsam, wirklich gemeinsam mit dem virtuellen Handelsraum. Ich habe zwei Kameras laufen hier in Traders Yard. Da sind wir jeden Tag zusammen, arbeiten gemeinsam zusammen. Es ist, weiß Gott, nicht wirklich schwierig. Das Einzige, was du einfach nur machen musst, ja, gehst auf meine Homepage www.dowhow-trading.com, sagst, okay, ich möchte gern der China Trader und oder das Paket mal testen, kannst du 14 Tage machen. Danach gehst du einfach auf den Shop, ja,
und kannst dir dieses Paket, wenn du möchtest, gerne kaufen. Und wenn du sagst, naja, die Ausbildung wird mich auch noch interessieren, schau mal, habe ich sogar momentan ein Angebot für dich. Diese Masterausbildung, diesen Einmalbetrag, den du für die Ausbildung bezahlst, sind normalerweise 5.000 Euro. Wenn du sagst, du kaufst dir dieses Add-on noch mit dazu, dann gebe ich dir das Ganze, die Ausbildung für 3.500. Schöner kann man es einfach gar nicht wirklich haben. Geh einfach auf meine Homepage, ja, und da siehst du alles Weitere. Ihr Lieben, wir wissen, das ist übrigens Straubing Hans, Straubing Niederbayern, Gründerzentrum. Ja. 95% verlieren Geld. Da musste ich aber fragen, warum verlieren sie Geld? Weil sie glauben, es muss kompliziert sein. Aber ich hoffe, ich konnte dir heute zeigen, dass es wirklich einfach ist. Tu es oder lass es. Mir ist es egal. Aber versuchen kostet nur Lebenszeit. Und Lebenszeit erleben ist viel zu wertvoll. Wenn du Fragen hast, ruf mich an. Guck, da steht meine Handynummer. Du siehst, da ist mein Handy. Guck mal, da ist es. Schreib mir eine WhatsApp-Nachricht. Schreib mir eine Skype-Nachricht. Ruf mich an, wenn du Fragen hast. Oder schreib mir, da ist meine E-Mail-Adresse, wenn du Fragen dazu hast. Du musst nicht ins kalte Wasser springen. Musst du nicht. Ich bin auch ein ganz normaler Händler wie du auch. Ich kämpfe seit 16 Jahren. Und weiß Gott, ich habe genügend Mist miterlebt. Aber ich will, dass du es schaffst. Ich bin von Herzen davon überzeugt, dass jeder, Andreas, ich bin nicht immer dran, ne? Man muss WhatsApp schreiben, auch eine Möglichkeit. Ja? Ich bin zutiefst davon überzeugt, zutiefst, dass jeder, der es wirklich will, im Börsenhandel erfolgreich sein kann. Und dafür brenne ich. Und dafür stehe ich. Und das verspreche ich dir, weil es von mir abhängt. Ich alles tun werde, dass du das schaffen kannst. Und deswegen gehe ich da mit Leidenschaft an diese ganze Sache ran. Und dass wir Geld ausgeben müssen, so what? Wie viel Geld hast du in den Märkten gelassen? Ich glaube, mehr als wahrscheinlich irgendwas anderes kostet. Ich weiß, du schaffst es. Ich habe es auch geschafft und gemeinsam können wir richtig, richtig erfolgreich werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ruft mich an, schreibt mir eine E-Mail, geht auf meine Homepage, was immer ihr wollt. Jetzt ist eine gute Zeit, in den ruhigeren Tagen jetzt ein bisschen zu probieren. Könnt ihr machen. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch schöne, schöne Weihnachten, frohe Weihnachten und schon jetzt einen erfolgreichen, vor allem gesunden Start in euer neues Jahr 2018. Hoffentlich gemeinsam mit uns und mit einem genialen 2018, in dem wir richtig, richtig Geld verdienen werden. Bis dann, alles Liebe, alles Gute, pass auf dich auf. Bis dann, bye bye.